Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. In der letzten Folge haben wir gerade diesen schönen Magnetpilz eingesammelt. Den werden wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen pflanzen. Hier ist ja schon wieder dieser tolle Ballon-Zombie und der Pogo-Springer. Ich sehe aber keinen, der sich durch die Erde gräbt. Also werden wir den Doppelschuss wahrscheinlich nicht mitnehmen. Denn schauen wir doch mal, was wir jetzt einpacken. Tun werden, brauchen vielleicht. So, den Magnetpilz wollte ich auch mit haben. Der Sternpilz war auch nicht so verkehrt. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ah, irgendwie passt mir das alles nicht so. Also ein Magnetpilz, den brauchen wir, aber. So. Könnte das sowas werden? Ach, das klappt schon. Bevor wir jetzt noch mehr Zeit vertrödeln, indem ich darüber nachdenke, ob das klappt oder nicht. Das hat bis jetzt auch geklappt. Das klappt auch wieder. Ich habe vollstes Vertrauen. Auch wenn manchmal zu viel Vertrauen nicht gut ist. Aber wir versuchen das einfach mal. Wir machen wieder fröhlich einen auf Gärtner. Packen überall ein paar Pilze hin. Hoffen, dass das denn klappt. Und im Notfall muss irgendwas von unseren tollen Gerätschaften halt ein bisschen nachhelfen. Wenn es denn doch nicht ganz so passen sollte. Aber ich hoffe mal, das wird schon irgendwie werden. Und deswegen haben wir einfach vollstes Vertrauen. Und dann wird das schon. So. Jo, der erste Zombie hat schon das Zeitliche gesegnet. Das ist schön. Das ist praktisch. So, auch immer schön auf die Wasserpflanzen achten. Nicht, dass wir die wieder vergessen. Oder dass nachher wieder zu wenig da sind. Wir müssen zwei größere Wellen überstehen. Das werden wir aber doch hoffentlich schaffen. Wenn ihr mir die Daumen drückt, dann kriegen wir das schon alles hin. Und wenn nicht, dann schaffen wir es trotzdem. Nee. Nicht bös gemeint. Keiner soll sich hier irgendwie angefressen fühlen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass alle Spaß haben. Und wenn alle fröhlich sind, dann passt das schon. So, da kommt auch noch einer. Der einzige wirklich große Nachteil ist an diesen Pilzen wirklich, dass sie für meinen Geschmack viel zu wenig Sonnenenergie geben. Und mir das Ganze... Nein, jetzt habe ich doch tatsächlich noch die Sonnenenergie verpasst. Ich habe es ja schon mal erwähnt und mir ist ja auch schon passiert. Wenn man halt sich ein bisschen trantütig anstellt, so wie ich manchmal. Und wenn man denn nicht aufpasst, dann ist die Sonnenenergie mal ganz schnell weg. Und dann hat es mal Sonnenenergie gegeben. Aber dann hat man halt Pech. Tja. So ist das im Leben. Wenn man nicht aufpasst, dann passieren halt manchmal ein paar doofe Sachen. Na gut. Bis jetzt brauchen wir ja noch nicht unseren tollen Magnetpilz, aber das kann natürlich sich noch alles ändern. Wir werden nachher noch Gebrauch von dem machen. So, aber ein paar mehr Wasserpilze könnte ich dann doch noch gebrauchen. Bitte. Bitte lass sie mal schneller nachkeimen, diese tollen Viecher. So. Alles okay. Alles gut. Ja, alles in Ordnung. Wir packen die jetzt mal. Nee, den habe ich jetzt falsch gesetzt. Schade. Der ist ein bisschen zu früh. Der ist mir ein bisschen entglitten aus der Hand. Aber... Der schafft das. Ja, der schafft das. Gut. Alles im grünen Bereich. Nichts schief gegangen bis jetzt. Außer, dass ich wieder die Sonnenenergie verpasst habe. Plant Lilypad. Plant der Lilypad first? Bitte? Was? Ich hab doch... Was willst du von mir? System, ich verstehe dich nicht. Was möchtest du? Sprich Deutsch. Oh, da kommt wieder so ein Fliegender. Dann muss ich doch mal wegpusten und einmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Da muss jetzt leider so ein toller Pilz von mir dran glauben.
Das ist natürlich schade. Mache ich natürlich ungern, dass das denn doch so ausartet. Aber manchmal ist das halt so. Manchmal muss man halt Opfer bringen, um die Gesamtheit zu schützen. Das hilft manchmal leider nichts. So, wir bauen jetzt hier noch so einen tollen Magnetpilz hin. Die Sterne auf der anderen Seite, die reichen erstmal aus. Und das sieht doch ganz vernünftig aus. Ah, irgendwas wird weggeknuspert. Irgendwas wird hier wieder weggeknuspert. Bitte nicht. So. Und dann hier noch den. Und dann haben wir schön Mist gebaut, wie ich gerade sehe, weil wir jetzt genau keine 100 mehr haben, um den hier wegzupusten. Kriegen wir auch nicht mehr, oder? Nee. Gut, jetzt hätten wir sie, aber dann... Scheibe! Komm, den pustest du noch weg. Och, ganz knapp. Ein Rasenmäher reicht. Ein paar brauchen wir dann doch noch. Ein paar möchte ich auch eigentlich noch behalten. Schade, dass die Sternfrüchte leider nicht die fliegenden Zombies auch noch mitnehmen. Dann hätten wir in der Hinsicht auch keine Probleme mehr. Aber leider nein. Alles geht dann eben doch nicht. So. Ja, was baue ich jetzt hier wieder weg? So, machen wir da. Da ist ja noch freier Platz. Tja, und wie ihr gerade gesehen habt, wenn denn so ein Zombie mit einem Helm ankommt, dann hatte er eine lange Zeit einen Helm gehabt. Dann wird er ihn einfach flotti-karotti geklaut. Und dann muss er sich halt damit abfinden, dass das nicht so ganz klappt. Tja. Unser Pogo-Springer hat dasselbe Problem gerade zu bewältigen. Ah nein, jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Aber noch nichts passiert. Alles noch im grünen Bereich. Wir müssen jetzt noch die große Welle von Zombies abwarten. Und dann, wenn jetzt nicht wieder irgendwas kommt. Ja, war klar. Oh, ist wieder so ein Fliegender. Da warten wir aber noch ein bisschen ab. Nicht, dass der... Ne, ich glaube, das ist der Einzige. Dann mach's gut. Schönen Tag noch. Komm bitte nicht wieder. Deine Gesellschaft ist nicht so sehr erwünscht. Gut, ein Zombie noch. Und kein Zombie noch. Gut, hätten wir das auch geschafft. Damit wäre dieser Part... Nein, der Part ist noch nicht zu Ende. Aber dieser Abschnitt wäre so gut wie vorüber. Hello, this is your mother. Please come over to my house for meatloaf. Leave your front door open and your lawn unguarded. Sincerely, Mom. Not the zombies. Was für eine geile Notiz zu Deutsch. Hallo, das ist deine Mutter. Nein, echt. Bitte komm rüber zu meinem Haus für Fleisch essen oder so. Meatloaf. Wer das übersetzen kann, besser als ich, bitte. Also ich sag jetzt mal so ein Fleisch essen, so ein... Ja, keine Ahnung. Lass deine Fronttür offen und deinen Garten ungeschützt. Ehrenvoll deine Mutter und nicht die Zombies. Ja, na klar. Die Zombies haben natürlich einen Zettel von meiner Mutter dabei. Das ist natürlich sehr freundlich von ihnen. So, was geht jetzt hier ab? Why did it get so dark all of a sudden? Warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Das kann nicht gut sein. Oh, well, hope you survived the night. Oh, er hofft, dass wir die Nacht überleben. Wir hoffen das natürlich auch. Oh, da ist ordentlich Schmackes hinter. Hier gibt's ordentlich Stress gleich. Wir müssen mal gucken, dass wir das noch gerettet kriegen. So, ich sehe nicht wirklich was. Ja, ich würde sagen, dann tun wir mal eine Sternfrucht gleich hier hin und noch so ein Wasserspuckerich dahin. Dann kann da noch eine Seerose hin. Ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Das ist so alles noch gut. Alles noch im grünen Bereich. So. Nur für den Fall der Fälle. So. Dann können wir jetzt einmal gucken, was ich hier so Feines baue. Ja, ich glaube, das ist dieser Part, wo wir zu 98% bloß diese Sternfrüchte bekommen. Und natürlich auch noch andere tolle Sachen. Bauen wir einfach mal alles fleißig hin. So ein bisschen auf blauen Dunst und Verdacht, dass das denn passt, hoffentlich. Ich könnte jetzt mal langsam was sehen. Bitte. Ich sehe nichts. So, kriegst du den jetzt noch weg? Nein, ich habe den in die falsche Reihe gebaut. Mist.
Na gut, dann muss unser erster Rasenmäher. Na, vielleicht doch nicht. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich sehe ja nicht so viel, wie gesagt. Ich bin ja relativ blind jetzt gerade. Ja, packen wir da noch ein. Na, ist jetzt doch durch. Ich weiß es nicht. Er ist durch. Mist. Hat er sich doch durchgefressen. Mist, verdammte. Tja, das ist natürlich unschön. Lässt sich aber jetzt nicht mehr ändern. Da müssen wir jetzt halt mit leben. So. Wir packen jetzt noch ein bisschen was wohin. Schützen auch noch das, was wir jetzt noch haben. Damit das nicht doch noch zerfressen wird. So, ich... So. Wo kann auch einer hin? Da. Nö, Nebel... Ich sehe zurzeit gerade nichts, was hier irgendwie fliegen tut und doch bekämpft werden muss. So, da noch einer hin. Denn, ja, ist ein bisschen sehr dunkel jetzt gerade alles. Ein bisschen sehr unsichtig. So, jetzt haben wir eigentlich in fast jeder Reihe so einen Kaktus stehen. Eigentlich dürfte da nichts mehr passieren, prinzipiell, wenn da einer lang fliegt. Grundsätzlich sollten die jetzt ein leichtes Problem haben, die Fliegenden an uns vorbeizukommen. Na, so. So ist gut. Tja, das Problem an diesem Level ist wirklich, dass man bloß was sieht, wenn dann doch mal, ich wollte schon sagen, die Sonne scheint. Nee, wenn dann, ich glaube, den habe ich falsch gebaut. Gucken wir mal gleich, wenn Licht wieder an ist. So. Passt noch. Passt noch. Alles noch gut. Alles okay. Keine Angst, Leute. Alles im grünen Bereich. Hier kommt noch ein Kaktus hin. Und dann sollte das doch klappen. Hoffentlich. Ja, da war gerade ein Fliegender. Wenn da ein Fliegender kommt, dann streckt sich der Kaktus einmal und zeigt dem, dass er das nicht so gut findet. Dass er nicht möchte, dass er durchkommt. So, da noch einen hin. Irgendwo war das Wasser. So. Supidu. Alles super. Alle eingekesselt. Super. Auch gut. Die haben wir auch. Dann können wir noch... da kann auch einer hin. Und da kann auch einer hin. Das kann auch dahin. Da kann auch so ein Schussteil. Ja, alles in bester Ordnung. Alles im grünen Bereich. Die Zombies laufen hier fröhlich umher. Da haben wir schon einen stehen. Da haben wir einen stehen. Ich könnte mal ein bisschen Licht gebrauchen. Danke. Irgendwas fressen die, aber was kann ich nicht sagen. So. Ich glaube, einen letzten können die noch gebrauchen. Und zwar in dieser Reihe hier. So. Da habe ich mal wieder völlig falsch gebaut, aufgrund der Tatsache, dass ich hier nichts sehe. Aber halb so wild. Wir kriegen das hin. Ich verspreche es, wir kriegen es hin. So. Ja. So, dann bauen wir den mal weg, tun da das hin und dann so. Super. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. So kann das Ganze laufen. Die Zombies, die irren hier im Dunkeln rum. Ich taste mich hier auch so ein bisschen lang, dass da noch ein bisschen was hingebaut wird, wo noch was hin kann. Ich guck nochmal. Alles gut. Ich könnte jetzt noch... Können jetzt noch. Jo. Gigantische Welle. So, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir da noch was hinbauen können. Und wenn wir schon dabei sind, ein so ein Teil habe ich noch. Darauf. Gut. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich sehe nichts. Aber es sieht alles sehr, sehr vorteilhaft aus für uns. Scheint nicht so zu sein. Ja, da haben wir es geschafft. Wir haben die Nacht überlebt. Die Zombies sind dezimiert. Kein Problem. Ja. Das war's denn leider schon wieder für diesen Part. Wir haben die letzte Nachtschlacht auch überstanden am Pool.
War ein bisschen dunkel alles, aber das wird schon passen. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Der Pool ist gesichert, die Fronttür ist gesichert. Wir haben jetzt so ein Katapult, so eine Katapultpflanze bekommen. Wir schauen mal beim nächsten Mal, wie es denn weitergeht bei Plants vs. Zombies. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Haut rein, ciao, euer Evans.